Neues Jahr, neues Glück, New Year, New Me. Ja, ich möchte aufhören zu rauchen, ich möchte aufhören, so viel Müll zu essen, Ben & Jerry's oder irgendwie so, sonstige Sachen. All die Sachen, die man sich so vornimmt zu Anfang des Jahres. Gerade die Fitnesswünsche, die Fitnessanregungen für das neue Jahr sind immer sehr, sehr groß. Und ich finde das auch richtig gut. Aber bei den meisten scheitert das einfach schon in den ersten paar Wochen, und zwar mit der Ernährung. Und da habe ich heute mal eine App, die ich euch vorstellen möchte, die wirklich sehr, sehr nice ist, und zwar die Lifestyle-App. Die habe ich in diesem Kanal auch schon mehrfach vorgestellt und gezeigt, wie ich damit arbeite. Aber heute nochmal ein bisschen speziell, ein kleines Special dazu, wie man seinen Tag so wirklich schön planen kann, wirklich durchziehen kann und so einfach auch irgendwo einen roten Faden hat, an dem man sich halten kann. Ernährungsplan ganz leicht gemacht bei Coach ID. Enjoy. Wenn ihr mich schon länger verfolgt, dann wisst ihr, dass ich es immer wieder sage, dass die Ernährung 70-80% des Erfolgs ausmaßt und daran auch die meisten einfach scheitern. Man kann einfach keine schlechte oder unangepasste Ernährung austrainieren. Ja? Du kannst nicht aber sagen, ach, dann trainiere ich aber mehr, kann weiter so essen, wie ich esse. Glaub mir, es funktioniert nicht. Ich habe selber schon probiert und jahrelang gescheitert, wollte nicht lernen. Bis dann gedacht habe, okay, vielleicht sollte man ein bisschen doch darauf achten. Und da sieht das Ganze auch schon ein bisschen anders aus. Heute werde ich euch die LifeSum-App vorstellen. Da gibt es viele, viele tolle Features, die ich eigentlich sehr, sehr leicht machen, wirklich auf, Inspiration zu kommen, auf Rezepte zu kommen, aber auch die Diäten einfach auf die eigenen Daten irgendwo einzupassen. Und da halte ich es für geeignet. Ich habe die App ja auch mehrfach schon vorgestellt und heute halt nochmal ein kleines spezielles Ding. Ihr könnt euch die App dann auch später in der Videobeschreibung, habe ich den Link gesetzt, da könnt ihr euch die App dann direkt darunter laden aus dem App Store. Und dann sollte das auch schon funktionieren. Wir gehen erstmal durch, ein Full Day of Eating mit mir. Und wollen mal schauen, was es heute zum Frühstück erstmal gab. Das zeige ich euch mal ganz kurz, wie ich es eingetragen habe. Und dann gehen wir weiter zu meinem Mittagessen. So, hier sind wir wieder auf meinem iPhone. Und auf meinem iPhone habe ich einen Extra-Ordner mit Sport. Da gibt es alle meine Apps, die irgendwas mit Sport zu tun haben. Heute schauen wir uns natürlich die Lifestyle-App ganz genauer an. Geh rein, ja bitte. Und gleich zu Anfang kann man sich erstmal hier komplett einrasten und sein Gewicht, Größe und etc. reingeben. Momentan wiege ich tatsächlich 104 Kilo, bin 1,83 groß und fühle ich mich eigentlich super, mir geht es echt blendend. Ich habe natürlich auch meine Ziele für dieses Jahr und unter anderem werde ich auf die Bühne gehen, das wird auf jeden Fall der Fall sein, da werde ich in der Herbstmeisterschaft mitmachen und mal schauen, was ich da so reißen kann. Dann haben wir hier die Möglichkeit einfach auch mal erstmal unsere Sachen einzutragen, wenn man die App sich überhaupt das erste Mal einträgt, dann muss man sowieso das ganze Prozedere durchgehen und seine Ziele eintragen. Ich habe jetzt erstmal nur als Ziel lebe gesünder, weil ich jetzt weder abnehmen noch zunehmen möchte, sondern einfach erstmal so ein bisschen halten möchte, denn das erste Ziel, was ich irgendwo erreichen muss, ist auf jeden Fall erstmal ein bisschen fit zu bleiben, bis hin zur FIBO. So, dann gehen wir mal hin und schauen mal, wie mein Tag bislang so aussah zum Tagebuch. Da habe ich das Frühstück. Ja, da gab es bei mir heute Pancakes. Und die bestanden aus, kann man kurz reingehen, ganz genau aus einer ganzen Banane, ein paar Kokosraspeln für die Deko, zwei rohe Eier, ein paar Beeren. Und ja, Beeren, das steht alles hier. Und daneben, neben diese Icons hier, ne, die zeigen euch immer dann auch, wie die App die Nahrungsmittel rated, die ihr praktisch da so benutzt, die ihr verwendet. So, hier hätten wir zum Beispiel mein Mittagessen, was ich mir nach dem Training definitiv reinpfeifen will und gönnen will. Ich habe ein bisschen Basmati-Reis, putengeschnitzeltes Eddie-Style. Und das Ganze, da bin ich natürlich auch wieder in die App eingetragen. Und jetzt sagt er mir eiskalt, dass das noch zu wenig an Kalorien sind. Das lasse ich mir natürlich nicht zweimal sagen. Aber ich habe hier auch schon meinen Bedarf eingegeben und weiß ja, dass ich 3200 Kalorien essen kann. Das weiß ich. Das habe ich in die App eingetragen, für alle, die das nicht wissen. Ihr könnt es nochmal extra eintragen lassen. Und das Tolle ist halt, wie gesagt, man kann hier wirklich Rezepte selber erfinden, neu eintragen, alles wirklich haargenau tracken. Denn es gibt auch hier so einen Barcode, mit dem man Sachen, die vielleicht neu gekauft worden sind, nochmal einscannen kann per Kamera. Aber die Datenbank von LifeSum ist auch riesig. Die haben auch sehr, sehr viele Produkte einfach da. Und damit kann man halt wunderbar, wunderbar arbeiten. Es gibt einen guten Anreiz, damit man selber auch so einschätzen kann, welche Lebensmittel man vielleicht öfters verwenden sollte oder welche halt nicht. Dafür ist die App auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Es gibt auch Barcodes, das heißt, wenn man zum Beispiel irgendwas kauft, was nicht in der Datenbank vorhanden sein sollte, kann man sich das nochmal einscannen. Das ist auf jeden Fall auch nochmal drin. Und für mich, wie gesagt, geht es darum, mich erstmal vorzubereiten, denn wie gesagt, die FIBO steht vor der Tür.
Ja, ich möchte mich da auch nicht hart unter Diäten und dann im Herbst nochmal eine Diät machen müssen. Nein, das werde ich ein bisschen schlauer machen. Und ja, ich muss da noch ein bisschen an gewissen Stellen noch ziemlich nachbauen. Daher ist das für mich das Jahr, für mich eigentlich bis August, eigentlich noch ziemlich aufbaulastig. Ja, das ist eigentlich ganz geiles. Aber ich muss halt aufpassen, dass ich da nicht zu fett werde oder sonst was. Und dann müsste es auch funktionieren. Für alle von euch da draußen, die sagen, hey, ich möchte abnehmen, ich möchte dies und das, da gibt es auf der App auch noch wunderbar die Möglichkeit, auch Rezepte einzugeben. Vielleicht schauen wir uns das nochmal ganz kurz an. Also das ist in meinen Augen eine der geilsten Features, die es hier in dieser App gibt. Das heißt, wirklich, ein Ernährungsplan ist somit sehr extrem leicht gemacht. Man kann erstmal so einen Test machen, und man kann mal gucken, was für ein Typ Diäter man ist. Man kann da seine Bedürfnisse etc. eingeben. Da gibt es noch diese Funktion, die sich da, ich meine, Life Score, ja, nennt. Da gibt man ein paar Sachen ein. Ich habe jetzt schon 75% der Fragen beantwortet. Aber da kommen so Fragen zum Beispiel wie, ja, ich bin Veganer, ich bin Vegetarier oder sonst was. Ich bin natürlich kein Veganer. Und dann kann man da so eingeben, wie das eigene Essverhalten einfach aussieht. Und damit kann man arbeiten. Die App kriegt dann mehr Input über dich hinaus und kann dann besser mit dir arbeiten. Und auch alle da draußen, die gerne Sahara spielen und wenig trinken, da gibt es auch die Möglichkeit, einfach das Wasser, was man trinkt, zu tracken, damit man so ein bisschen guckt, wie sieht mein Wasserhaushalt aus. Ich denke immer daran, jeder, der Muskeln aufbauen will oder auch Diäten, ich denke daran, der Muskel besteht zu 60% aus Wasser. Wenn ihr nicht trinkt, dann seht ihr einfach nasty aus und das muss einfach nicht sein. Auf einen guten Punkt ist Wasser trinken essentiell. Wer Wasser unterschätzt oder sein lässt, der hat bestimmte Sachen einfach in diesem Sport nicht verstanden. Also in der kostenlosen Version ist die App schon ziemlich umfangsreich und zeigt schon viel an. Man kann auch, wie gesagt, wenn man eine Ernährung hat, dann kann man unter Details auch gucken, wie die Makros ganz genau aussehen. Ja? Was man da so aufgenommen hat, in Prozenten, aber auch in Gramm. Also es ist wirklich sehr, sehr gut, wenn man zum Beispiel auch eine Makrovorgabe schon hat und sagt, ich möchte so und so mich ernähren, dann kann man das genau treffen. Dann hat man aber auch die Möglichkeit auf Rezepte, ja, also das ist schon wirklich echt übertrieben nice, das finde ich richtig gut. Und dann hier auch, wie gesagt, die Pläne, ich möchte keine Kohlenhydrate essen, das bin jetzt natürlich nicht ich, aber dann kann man hier zum Beispiel schauen, okay, der Energiespender zum Beispiel, ja, und dann kriegt man hier schon, wenn ich auf Diätbeginn gehe, dann, ja, was macht man so, was für eine Liste, Aufgaben hast du nicht gesehen, also wirklich, roter Faden ist auf jeden Fall garantiert. Und so macht das Diäten einfach definitiv mehr Sinn, mehr System für alle, wie gesagt, die Hilfe brauchen und sagen, okay, ich komme da nicht klar, kann ich gerne mal diese Leistung auf jeden Fall mal anschauen. Okay. Also Leute draußen, ich weiß natürlich, dass ich viele jüngere Leute habe, die sich das Video, meine Videos angucken und sich dann auch wünschen, vielleicht auch eventuell sich einen Ernährungsplan mal finanzieren zu können oder Trainingsplan. Ich meine, solche Sachen kosten natürlich ihr Geld, denn das ist immer die Freizeit des Coaches, des Trainers, der sich hinsetzt und da will ich für euch überlegen, was er dazu schreiben wird, im Idealfall natürlich. Ne? Also mir persönlich, ich zum Beispiel, ich habe gar keine Trainingspläne, die ich dann irgendwie da habe und dann jeden irgendwie zuschießen lasse, so ein Manual, ich kann sogar Personal Trainer, die sowas haben, die jeden verdammten Menschen, der irgendwie reinkommt, denselben Trainingsplan zuwerfen, das funktioniert so nicht. Ja? Das kann vielleicht funktioniert einfach nicht. Und das hat mit dem Personal Training nichts zu tun. Und dementsprechend sind auch die Preise dann auch etwas gefüßt, sag ich jetzt einfach mal. Ne? Für alle, die aber sagen, hey, pass auf, so eine App, das kostet im Monat, das ist lächerlich. Also ich glaube, man gibt mehr für anderen Schwachsinn aus, aber das ist eine sehr, sehr gute Investition, um einfach sich selber einen kleinen Ernährungsplan zu schreiben. Man kann ja auch den Tag schon vorplanen, die Woche schon vorplanen und sagen, hey, okay, das, das und das muss ich essen und das zu erreichen. Und diese App empfehle ich schon seitdem ich wirklich hier auf YouTube bin und auch in meinen Kundenkreisen empfehle ich sie immer wieder. Und sag immer wieder, okay, pass auf, mit der kann man sehr, sehr gut arbeiten. Da ist es meine Empfehlung, ganz leicht selber an einen Ernährungsplan zu kommen und mit dem wunderbar sich auf seine Ziele hinzuarbeiten. Vielleicht würde ich nicht empfehlen, das Training dort einzutragen. Das würde ich nicht machen, also mal ganz ehrlich gesagt, weil das Training sieht immer anders aus. Ich meine, was du denkst, intensiv zu sein, in dem Moment, wo du denkst, du bist intensiv unterwegs, sieht wieder anders aus, wenn du vielleicht jemanden neben dir stehen hast, der intensiver trainiert. Oder jemand, der dich coacht, ja, also das heißt, eine Stunde Krafttraining hat nicht immer denselben Verbrauch, wie du das dir vielleicht denkst, also niemand von uns hat immer denselben Verbrauch in Sachen Krafttraining, in Sachen pro Stunde Krafttraining, daher, der Körper ist da viel zu intelligent und gibt da immer nur so ein
Moderate Rate Dings raus. Einfach schauen, ja? Einfach anwenden und gucken, an welchen Kalorien essen, entweder mehr oder weniger. Und ja, daran kann man aufbauen und in den Spiegel gucken, funktioniert das, nehme ich jetzt zu, baue ich ab und dann kann man sagen, okay, ich treffe meine Kalorien ungefähr und dann passt es auch. Ja? Also das wäre so meine Two Cents zu der Thematik, Sachen Ernährungsplan. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Nein, das habe ich noch nie gesagt eigentlich. Ne? Ich sage nochmal, euer Coach Eddie, ich hoffe, ihr konntet wieder was dazu lernen. Peace out.